ist wieder A2DK 1:1 mit einem weiteren Bayern-Video in Ranked. Ich habe das jetzt hier nochmal zusätzlich aufgenommen, beziehungsweise das Replay. Ich habe leider keine Abschlussbildschirme, weil ich da irgendwie nicht dran gedacht habe. Aber das soll auch reichen. Und zwar war das ein absolut wahnsinniges Spiel mit jeder Menge... ja. Wie kann man sagen? Action auch. Auf jeden Fall eine Menge Torpedos ausweichen. Ja, und am Ende als glücklicher Sieger dastehen. Währenddessen dann noch ich gechatbannt wurde und ja, in meinem Team ziemlich es rumort hat, weil jeder irgendwie beschuldigt hat, irgendwie Mist zu bauen. So, also wir gehen jetzt hier los. Wir haben uns alle auf A verständigt, das ist gut. Ich würde allerdings erstmal gerne lieber nach B fahren und gucke, und die Shinonome fährt auch nach B. Also orientiere ich mich genau in die gleiche Richtung. Werde sie wahrscheinlich auch nochmal fragen, ob sie da jetzt auch wirklich hinfährt. Und hoffe, dass sie das tut. Ja, zu Bayern habe ich ja im Ranked schon einiges erzählt, was ich an ihr mag und so weiter und so fort. Und in diesem Spiel, ich kann nochmal aufs Lineup gucken, es sind nur zwei Schlachtschiffe, zwei Kreuzer und drei Zerstörer. Natürlich sind die Zerstörer hier die größte Bedrohung für mich. Deswegen, das wird auch mein prioritäres Ziel sein am Anfang, was ich beschießen werde, falls ich welche zu Gesicht bekomme. So. Die Cleveland schreit schon nach einem nach einer Nebelwand, aber irgendwie kriegt er die nicht. Keiner der Zerstörer sieht es ein, das ist schlecht. Währenddessen sitzen der Gegner schon im Cap, beziehungsweise sitzen im Nebel und haben natürlich eine gute Ausgangsposition. Da ich Tarnungsmeister auf meinem Kapitän geskillt habe, habe ich ein ziemlich gutes Concealment, Sichtbarkeit von 11,9. Ich versuche es jetzt nochmal mit in den Nebel schießen und drehe dann sofort wieder ab, um nicht irgendwie noch eine Breitseite zu kassieren. Aber leider nichts getroffen. Nun gut, unsere ganzen Zerstörer fahren alle in A rein, alles gut. Finden sogar eine gegnerische Shinonome, während ich hier eine Breitseitenfuso sehe. Und der Fakt, dass ich jetzt gespottet bin, sagt mir eigentlich, dass ein Zerstörer in dieser Reichweite sein muss. 11,9 Kilometer. Oder 11,6, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ein bisschen zu, ja, weit nach hinten, aber trotzdem ordentlicher Hit, damit 4 Hits. Das wird man auf der Bayern nicht allzu oft erleben. Jetzt reduziere ich so mein Tempo so ein bisschen, um nicht ganz so weit wegzufahren. Ich habe ja keine Eile. Es ist kaum was in der Nähe. Und versuche halt noch ein paar gute Salven auf die gegnerischen Schiffe zu bringen. Die Fuso dreht jetzt allerdings rein. Das ist also nicht mehr so toll. Da will ich dann auch nicht unbedingt hinschießen. So, und jetzt sieht man vielleicht unten im Süden der Karte hier, wie alle unsere DDs hier unten hinfahren. Und anscheinend alle diese Shinonome hier jagen wollen. Währenddessen versemmel ich dann Schuss auf die Fubuki, weil die sich geistesgegenwärtig da gesmoked hat. Weil sie nämlich gesehen hat, wie viele Zerstörer hier sind, beziehungsweise dass ein Leander auch noch in der Nähe ist. Das ist natürlich eine ziemlich große Gefahr. Ja, also unsere drei Zerstörer fahren alle Richtung Süden. Mir wäre es ganz lieb, wenn ich jetzt hier oben mal irgendwo einen Zerstörer in meinem Bereich hätte, der hinter mir quasi spottet, damit ich mir sicher sein kann, dass ich nicht getoppt werde. Okay, im Moment weiß ich auf jeden Fall, dass ich nicht getoppt werde, weil mich kein Zerstörer aufmacht. So, auf die Cleveland habe ich nur einen ganz kurzen Augenblick gekriegt. Aber das sollte eigentlich reichen, um mal zu schießen. Ja, immerhin ein Hit. Wie gesagt, Zerstörer, dann Kreuzer, dann Schlachtschiffe. Das ist eure Prioritätenauswahl bei den Zielen. Achtung, melde Zielposition. Ja. Ja, nicht ganz. Da habe ich. Das war ein Schnellschuss. Ich hatte Angst, dass er gleich wieder in Dings
sich verdünnisiert. Währenddessen kriege ich jetzt auch mal ein bisschen was auf den Pelz gebrannt. Ja, jetzt wieder kein Zerstörer mehr sichtbar. Klingt für uns auch nicht mehr sichtbar. Jetzt ist er sichtbar gewesen, das ist auf jeden Fall ganz gut. Und ihr seht ja im Chat, da geht die Hölle los, ne? Okay, eine Zitadelle, das ist auf jeden Fall sehr nice. Ich erkläre gerade Fubuki, die sich hat torpen lassen von der Shinonome, dass sie erstens mal kein Schiff ist, mit der man gegnerische Zerstörer jagt, und zweitens, ja, hätte so viele sinnvollere Sachen machen können, nämlich, bisschen aufklären hinter mir oder die gegnerischen Schlachtschiffe torpen, also alles das, was man quasi da in solchen Situationen macht. Alles sehr weit weg, ich bin aber nicht gespottet, also von daher kein Zerstörer in der Nähe, das heißt, ich kann hier völlig beruhigt fahren. Das scheint alles so im Süden zu sein, ich versuche das hier alles so zu machen, dass ich immer einen ganz guten Winkel auf die gegnerischen Schlachtschiffe kriege. Ich drehe jetzt rein und will jetzt doch ein bisschen aggressiver fahren, weil die Fuso scheint mich irgendwie nicht so auf dem Zettel zu haben. Und das will ich ausnutzen. Schöne Prallzeite, mal gucken, was bei rumkommt. Leider nicht allzu viel. So, wie gesagt, die Fuso muss ich jetzt entweder gegen die andere Fuso anwinkeln oder gegenüber mich. Deswegen versuche ich jetzt hier nördlich von der Fuso zu passieren. Ja, keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Leider keine so guten Salven auf die Fuso. So wie ich gewinkelt bin, kann er mir nicht viel Schaden machen. Das werdet ihr gleich sehen. Macht Plong. Da war noch die Streuung ein bisschen im Spiel. Ich schieße da vorne auf den vorderen Bereich, auf den Bug. Weil da ist nämlich die Fuso, obwohl sie relativ tanky ist, doch recht anfällig. Und jetzt kommt natürlich das, was ich nicht sehen wollte. Und jetzt kommen meine Kanonen leider nicht mit. Nämlich die Shinonome. Das ist natürlich hier so Worst-Case-Szenario für mich. Schlachtschiff im Nebel und ja. Aber währenddessen spotte ich nochmal die Cleveland. Und nehme die schon mal raus. Das ist schon mal sehr wichtig gewesen. Jetzt ist halt das Problem, ich habe halt Angst jetzt vor den Shinonome-Torps, deswegen werde ich mich so winkeln. So winkle ich mich gegen die Fuso an und auch gegen die Shinonome. Fuso meinte, sie müsste jetzt dann doch mal rausfahren. Das war jetzt nicht so clever, meiner Meinung nach. Aber die kriegt jetzt ein paar Torps von unserer Gede auf den Pelz gebrannt. Die ist dann doch als einziger Zerstörer, der noch lebt, mal geschafft hat, hier oben zu landen. Ja. Und dann war das Ende der Fuso. So. Da kommen die erwarteten Torps. Zum Glück in so einem Muster, dass ich da relativ einfach dodgen kann. Ich hoffe, ich kriege jetzt nochmal irgendwie ein die Leander da in Sicht.
Und es geht immer noch ab. Im Chat ist die Hölle los. Ich frage natürlich, ob die Gede mir irgendwie mal spotten kann, aber da passiert leider nichts. Also da war schon halt jede Menge Saltiness, nennt man das im Englischen, im Spiel und ja. Zum Ende habe ich noch einen kurzen Augenblick gekriegt. Und eine Zitadelle, sehr schön. Da freut sie sich sicherlich nicht drüber. Und ich bin halt immer noch gespottet, weil es halt also jetzt, dass ein Zerstörer auf jeden Fall mir auf den Fersen ist und mich versuchen will zu torpen. Also werde ich jetzt hier Ausweichmanöver fahren, das was er vielleicht nicht erwartet. Und ja, versuche mich Richtung A-Cap zu bewegen, weil da will ich ja hin letztendlich. B-Cap, Entschuldigung, um den Punktevorsprung zu stoppen. Und unsere Gede sitzt da immer noch und chattet eigentlich nur die ganze Zeit. Aber Gott sei Dank zeigt sich die Leander mir. Das ist natürlich ein Träumchen. Jetzt drehe ich natürlich rein, weil ich weiß, dass er Torpedos rausgelassen hat. Und irgendwann sind jetzt auch die Shinonomid Hops wieder da. Ja, also so ein bisschen wirft der Gegner uns quasi die Schiffe entgegen. Völlig sinnbefreit, meiner Meinung nach. Aber mir soll es recht sein. Das sind die Leander Torps, wie erwartet. Verstehe auch nicht, warum der nicht noch im Nebel geblieben ist. Naja. Und da kommen die nächsten Torps von der Shinonome. Drehe jetzt rein, um mein Heck ganz schnell so rumzukriegen. Entweder esse ich einen oder ich kann dodgen. Aber die laufen vorher aus, also man weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall ziemlich knapp geworden. So, jetzt sehe ich, dass die Gede Richtung B fährt, das ist gut, dann werde ich mich jetzt Richtung A begeben, aber zwar um die Insel rum. Ich weiß zwar, dass ich die ganze Zeit gespottet bin, aber da kann man nichts machen. Ich kann nur hoffen, dass ich genügend manövriere, um ja den Torps auszuweichen. So, jetzt ist es soweit, dass wir wenigstens ihren Punktestand stoppen können. Na, jetzt kommt mir noch der Schlaumeier in der Shinonome, dass die Gede ein scheiß Schiff ist. Und dann meine ich halt noch, please shut up. Weil es reicht jetzt echt langsam. Jeder muss irgendwie darum meiern. Und ich schreibe halt, dass sie alle Zerstörer da ziemlich Mist gebaut haben. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie jemanden rauspicken. Die Gede lebt immerhin noch. Das ist schon mal etwas. Ich habe auch keine Ahnung, wer irgendwo, wer wen jetzt hier beschuldigt und dies und jenes. Und ich habe keine Ahnung. Also ich gehe jetzt hier ziemlich aggressiv. Also an dem Punkt habe ich eigentlich schon gedacht, naja gut, das Spiel wird schon verloren sein. So, das sind Vierer-Torps, das wird die Gallant sein, die irgendwo hier auf mich wartet. Ich reduziere mal kurz die Geschwindigkeit, erwarte vielleicht noch einen zweiten Volley. Ja, das hat es mir dann auch nochmal gereicht. Zu dem Zeitpunkt war ich übrigens schon gechatbannt. Irgendjemand fand das wohl nicht so lustig, als ich gesagt habe, Chat. Leider nur einen Overpen, aber ich kann seinen Torps ausweichen.
So, die Shunonome hat das natürlich auch jetzt relativ clever gemacht. Die hat nämlich genau in die andere Richtung getorbt und den weiche ich jetzt auch aus, werdet ihr gleich sehen. Es war halt doof von der Gallant, sich da spotten zu lassen. Das hätte er nie machen sollen. Und die Shino hätte sich auch nicht spotten lassen. So, da kommt dann jetzt noch die New Max. Ich auch nochmal eins auf Pelz brenne. Ah, hinter mir ist die Gede. Die macht das recht clever jetzt. Das kann man mal gucken. Weil die schießt nämlich jetzt auf die Shinonome. Und das ist sehr wichtig für mich. Während ich mich auf die Gallant da konzentriere. So, und das war dann die Gallant. Ich habe wieder währenddessen abgebremst, um die Torps hier wieder zu denen wieder auszuweichen. Währenddessen hat die Gede die Shinonome besiegt. So, und an dem Punkt haben wir das Spiel gecarried. Und ja. Weil jetzt bleibt nur noch das gegnerische Schlachtschiff übrig. Und da er mich nicht zitadellen kann. Ja, und jetzt sind sie alle wieder Friede, Freude, Eierkuchen auf einmal. Ist ja immer so, ne? Wenn man dann am Gewinnen ist. Naja, auf jeden Fall war das, hat sich der Gegner da richtig, richtig dämlich angestellt. Also wenn ihr Zerstörer fahrt, macht sowas nie. Ihr wollt bei sowas nicht gespottet sein. Und jetzt nutze ich natürlich einfach meine. Meine einfach bessere Panzerung gegenüber der New Max aus. Mein Ziel ist jetzt eigentlich, entweder ich kill ihn oder ich ramme ihn. Aber dem Rammen scheint er gerade so ausgewichen zu sein. So, jetzt versuche ich nicht ganz so schnell zu fahren, an ihm vorbeizukommen. Um noch meine Hecktürme, weil wenn wir aneinander vorbeifahren, dann können meine Türme meistens nicht mithalten beim Drehen. So, hier nochmal so und so viele. Und die Gede jodelt ihn und alles ist gut. Und da ist das Spiel gewonnen. Ja, wie gesagt, kein Abschlussbildschirm. Deswegen müsst ihr jetzt mit dem schwarzen Bildschirm kurz vorlieb nehmen. Ja. Das war auf jeden Fall das, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Fand das ein nettes Spiel mit ja, eine ganze Menge schwierigen Ausweichmanövern und wer ist wo und dies und jenes. Aber ja, der Gegner hat sich auch nicht gerade sehr gut angestellt. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.